So, und weiter geht's in unserer Sondersendung zur Nationalratswahl vorab. Und jetzt dürfen wir im Studio begrüßen den Norbert Sieber von der ÖVP. Hallo, Herr Sieber, freut mich. Danke fürs Kommen. Gerne. Herr Sieber, Sie kommen ja gerade aus Bregenz, wo Sie mit Jugendlichen diskutiert haben. Jetzt sind da extrem viele Schüler haben vom Landhaus demonstriert. Was halten Sie denn von der Fridays for Future-Bewegung? Ist absolut eine kraftvolle Bewegung, die durchaus uns, auch für uns Politiker Motivation darstellt und auch Druck, dass wir in dieser existenziellen Frage des Klimawandels wirklich Beschlüsse herbeiführen. Und bin eigentlich froh, sagen zu können, dass das schon Früchte getragen hat. Wir haben ja jetzt doch gerade einen Beschluss gefasst, alle Parteien gemeinsam, dass man 540 Millionen für CO2-relevante Energieformen mit zur Verfügung stellen und auch das klare Bekenntnis von allen Parteien gemeinsam, dass in der kommenden Periode in dieser Frage der erneuerbaren Energien weitere Schritte kommen müssen. Also durchaus positiv. Mhm. Sie haben ja selber 4 Kinder, wenn ich richtig informiert bin. Wie wird denn das Thema bei Ihnen zu Hause diskutiert? Oder wie alt sind Ihre Kinder? Der Jüngste ist 19. Durch das diskutieren wir es schon mehr aus dem Blickwinkel vielleicht des Erwerbslebens. Der Jüngste hat jetzt gerade seine zweite Lehre begonnen. Der mittlere Sohn hat den Hof übernommen. Der älteste Sohn hat beginnt Studium. Und die Tochter ist eigentlich auch im Berufsleben verankert. Wir diskutieren es sehr oft, was sind die richtigen Maßnahmen, wie können wir mit den Themen umgehen, aber natürlich sind einfach auch ganz normale Probleme aus dem Arbeitsalltag fast noch wichtiger. Jetzt, Sie haben es gerade selber gesehen, Sie haben selber Landwirtschaft daheim. Wie standen Sie da zum Ausbau von Klimaschutzförderungen in der Landwirtschaft? Sollte man da mehr fördern? Nun, ich habe den Betrieb gemeinsam mit der Familie vor 6 Jahren auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Wir bewirtschaften also rund 70 Hektar biologisch. Das ist eine Herausforderung. Die Umstellungsphase, die zweijährige Umstellungsphase war wirklich schwierig. Und ich glaube schon, dass man in dem Bereich der Umstellung und auch der Produktehrlichkeit in der Landwirtschaft noch einiges tun kann. Ich verstehe es, wenn man Ökologisierungsschritte machen will und auch einfordert. Auch Tierschutz wird in aller Munde wird eingefordert. Jawohl, das müssen wir Landwirte diskutieren und bringen. Nur müssen wir auf der anderen Seite dann aber auch Produktehrlichkeit lehrbar und die Preise dementsprechend gestalten. Wir können nicht höhere Anforderungen erwarten. Auf der anderen Seite soll das alles zum Nulltarif kommen. Das geht nicht. Für mich ist wichtig, und da deckt sich eigentlich die Forderung aller Parteien, dass Zölle auf Lebensmittel, wo quer über den ganzen Globus gekarrt werden, eingehoben werden. Es muss da einfach der Transport schon entsprechend bepreist werden. Jetzt, wenn Sie gerade sagen, Sie haben selber auf Bio umgestellt und es geht um die Produktehrlichkeit. Natürlich würde, wenn man jetzt nur Bio kauft, das entsprechend kosten. Könnten wir das überhaupt in Österreich, dass jeder sieht, das macht jeder Bio, jetzt nur noch zu 100%, wird das überhaupt funktionieren? Ich glaube, wenn der Preis stimmt, würde das schon funktionieren, nur sind die Märkte dafür da? Ist die Frage. Können wir es am Markt auch dementsprechend absetzen? Ich kann mich doch schon politisch ein Stückchen zurückerinnern. Die Frau Klawischnik hat einmal gesagt, Bio muss nicht teuer sein. Stimmt nicht. Bio muss nicht unbedingt teuer sein, aber muss den Preis entsprechend bezahlt werden. Und da ist denn das Verständnis manchmal nicht da, auch wenn es in jüngster Vergangenheit der Kollege Staudinger gemeint hat, ja, Bio muss halt schon einen Preis haben, dass sich jeder leisten kann. Gut. Es soll sich jeder Bio leisten können, aber es muss trotzdem das, was ich als Produzent hineinbringe, schlussendlich bezahlt werden. Und da gehen die Meinungen dann halt doch auseinander. Wenn wir Preis sind, kommen wir um Steuern. Also kann man gibt es Steuern, wo Sie sagen, da haben wir Lenkungseffekte, also zum Beispiel höhere Steuern auf importierte Lebensmittel, damit man die Regionalen mehr stärkt? Absolut. Am liebsten natürlich auf europäischer Ebene, weil man doch ein sehr gemeinsamer Markt haben, aber diese Besteuerung von Produkten, die ganz einfach sehr klimaschädlich sind, die trage ich durchaus mit. Weil es kann wahrscheinlich nicht sein, dass Sie irgendwo 20 Euro für ein Kilogramm Rindfleisch zahlen, das aus Neuseeland kommt. Ich sage nochmal,
ich will nicht den Warenverkehr behindern, aber erstens muss der Preis für dieses Stück aus Neuseeland entsprechend sein, mhm, und es muss für den Konsumenten auch erkennbar sein. Und zwar nicht nur irgendwo mit einer Nummer, sondern ganz deutlich mit einer Fahne, mit, das muss dort stehen. Mir wäre es am liebsten, da sind die österreichischen, die Ländli-Produkte in dem Regal und in dem Regal dort sind die anderen Produkte aus Übersee und wo auch immer, mhm, her. Es muss dem Konsumenten einfacher gemacht werden, zu Ländle, zu regionalen Produkten zu greifen, da haben wir wahnsinnig viel gefunden. Mhm. Wie sehen Sie das, wie stehen Sie dazu? Wir kennen es jetzt von der Zigarette aufs Rauchen, kommen wir später noch. Mhm. Da werden die Bilder abgebildet. Mhm. Wäre das jetzt so etwas vorstellbar ist für Lebensmittel? Weil ich sage jetzt mal, argentinisches Rindfleisch ist bei vielen in der Munde, wird gern wahrscheinlich gekauft. Und da hat man das Bild im Kopf, die stehen irgendwo in Argentinien in den weiten Dossen und können da aber die am Weiden und schlussendlich ist aber die Realität eine andere. Oder? Die Bilder gibt es und das wird es auch in der Realität geben in Argentinien, dass wirklich die auf der Steppe weiden. Mhm. Aber das, was zu uns kommt aus Brasilien, Argentinien und so weiter, sind schon Tiere aus Massentierhaltung, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Kommt nur dazu, dass Hormoneinsatz, was bei uns vollkommen tabu ist und verboten ist, nicht nur in der Biolandwirtschaft, sondern auch in der konventionellen Landwirtschaft, dort ganz einfach gang und gäbe sind. Und das muss den Konsumenten bewusst gemacht werden. Er muss wissen, wenn ich das Stück will, dann nehme ich das in Kauf. Mhm. Und deswegen klare Produktdeklaration und möglichst die Trennung auch am Regal. Mhm. Weil wir bei den Steuern waren, jetzt das Umweltbundesamt hat ja angesichts vom Klimawandel eine Trendwende gefordert. Ist das eine stärkere Besteuerung von fossilen Brennstoffen aus Ihrer Sicht möglich? Als nationaler Alleingang habe ich bei der CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe einfach die Angst, dass wir zu sehr die dezentralen Regionen unter die Räder kommen lassen. Also wenn in der Hinterbregenzer Wald, also im Wahlkampf dann teilweise unterwegs und auch sonst sehr viel im Bregenzer Wald, und wenn du einfach siehst, wie sich der Berufsverkehr am Morgen abspielt, denn ja, ein klares Bekenntnis zum Ausbau von ÖPNV, vom Bus und vielleicht auch die Wälderbahn, alle über das können wir nachdenken, aber bis wir dort angekommen sind, kann ich nicht dem Hinterwälder sagen, du zahlst, weil keine Alternative zum Auto hast und ins Land aus sich erschaffen kommen musst. Ich bin dort durchaus der Meinung, wir müssen da mehr tun, national in dem Bereich schwierig. Eine europaweite CO2-Besteuerung trage ich selbstverständlich mit. Auch die Kostenehrlichkeit, Preisehrlichkeit beim Zertifikatehandel muss lieber heute als wie morgen der Realität entsprechend umgesetzt werden. In Vorarlberg hat man extrem ins Radwegenetz zum Beispiel investiert in den letzten Jahren und auch in den öffentlichen Verkehr. Muss noch mehr passieren und vor allem, weil wir ja jetzt auch eine Bundesgeschichte eigentlich haben, auch vor allem auf Bundesseite noch mehr passieren. Die ÖPNV-Milliarde, die Verkehrsmilliarde, die wir angesprochen haben, wird auf eine ganze Periode wahrscheinlich zu wenig sein. Mhm. Also ob es eine jährliche Milliarde, das finde ich wieder sehr ambitioniert, aber es muss da wirklich Geld in die Hand genommen werden. Sie sagen es richtig, wir haben in Vorarlberg tolle Zugtaktungen, Zugverkehr, vor allem im Rheintal, im Ballungszentrum sind wir sehr gut unterwegs. Die neuen Garnituren sind bestellt, werden demnächst in Betrieb gehen, auch im Radwegenetz. Aber ich glaube, dass wir in den dezentralen Lagen, wenn wir das auch wirklich ernst machen, dort noch einiges zu tun haben. Dort ist das Land gefordert, aber natürlich auch der Bund. Im Land ist da ein klares Bekenntnis dazu da und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir dort zum Vorzeigebundesland von Österreich werden. Mhm. Man hat ja extrem viel in Bahnhöfe etc. investiert. Mhm. Im Bregenz haben wir jetzt den Fall, dass wir, die schaffen es immer als hässlichster Bahnhof Österreich zu gelten in Abstimmung. Und wie standen Sie dem Abriss entgegen? Sie wollen ja gleich ums Eck. Ja. Ich benutze den Bregenzer Bahnhof sehr oft und er ist tatsächlich keine Augenweide. Mhm. Man hätte vielleicht auch dazwischen jetzt auch manchmal ein paar Sanierungsschritte setzen können, weil es zieht sich jetzt schon die Entscheidung einigermaßen lang. Jetzt ist eigentlich einmal Klarheit geschaffen worden. Das Bekenntnis von Stadt, Land, Bund und an allen anderen, wo da mit im Boot sind, ist gegeben. Es wird einen Spatenstich demnächst geben. Mhm. Und es ist einfach wirklich notwendig, dass Bregenz als Landeshauptstadt und Festspielstadt einen anderen Bahnhof kriegt. Also das ist unbedingt. Mhm.
Jetzt wechseln wir das Thema, und zwar das Thema Pflege. Sie treten ja für einen Bonus für pflegende Angehörige. Mhm. Wie soll denn das genau funktionieren oder ausschauen, der Bonus? Der Pflegebonus soll ein steuerfinanziertes Instrument sein, wo wir pflegenden Angehörigen einfach die Anerkennung für die Arbeit, die sie leisten, und zwar tagtäglich leisten, zukommen lassen. Wie es wird zuschauen, Pflegestufe 1, 500 €, 1.000 € und ab Pflegestufe 3 und höher sind es dann 1.500 € pro Jahr. Das ist jetzt nicht ein fettes Gehalt pro Monat, aber es ist schon eine Anerkennung für die Leute, und zwar nicht über den Umweg des zu Pflegenden, sondern sie kriegen es direkt. Also man muss sich da nicht mit irgendjemandem unterhalten und bitchen sagen, sondern es ist eine Anerkennung dieser Leistung. Und wenn wir es uns gerade bei der Pflegestufe 5 zum Beispiel auch schon, wo es Land ja auch ab Pflegestufe 5 300 € dazu gibt, sind das dann schon Beträge mit einer 150 € dazu, wo man schon etwas machen kann. Also ich glaube, dass der pflegende Angehörigenbonus ein sehr gutes Instrument und ein schönes Symbol ist, dass wir die Pflege zu Hause wertschätzen und dass man da auch in Verbindung mit den ganzen Mohis, die man natürlich mitdenken und mitentwickeln muss, dass man da am richtigen Weg sieht. Mhm. Werden wir es schon in Zukunft gar nicht schaffen, ohne das, wenn Angehörige noch mehr tun oder mir die Angehörigen noch mehr in die Pflicht nehmen? Also wir haben momentan die Situation, dass österreichweit über 80% zu Hause gepflegt werden. Der Leute, die Pflege benötigen. Davon, von diesen 80, werden wiederum über 50% von Angehörigen gepflegt. Mhm. Man sieht schon allein an der Dimension, wie wichtig diese Pflege zu Hause, die Pflege der Angehörigen ist. Der Landeshauptmann hat richtigerweise gesagt, wir müssen auch versuchen, mehr natürlich in die professionelle Pflege, dass wir das auch ausbauen. Wir wissen, die Familien sind nicht mehr so kompakt und leistungsfähig, wie sie es früher waren. Mhm. Es kommt da sicher eine Verschiebung. So, das muss man wirklich sehen. Also auch dort werden wir versuchen, entsprechende Entwicklung zu bringen. Aber ohne die Pflege zu Hause wird uns das System aus dem Ruder laufen. Und das zwar ganz stark im finanziellen Bereich. Wir können die Pflege nicht zu 100% verstaatlichen. Mhm. Also da sind wir angewiesen auf dieses System, auch der Pflege zu Hause. Und deswegen alles, was in unserer Macht steht, an Unterstützung für pflegende Angehörige. Mhm. Weil das wird ja auch demografisch irgendwann mal sehr interessant. Man hat nicht mehr so viele Kinder wie früher. Ja. Die Familienverbände insgesamt sind nicht mehr so groß. Ja. Viele entscheiden sich, dass sie gar keine Kinder mehr haben. Also es wird wahrscheinlich eine riesen Herausforderung werden. Es wird eine Herausforderung, und vor allem müssen wir die Antworten dort finden, wo, wenn jetzt überwiegend sind es Frauen. Mhm. Wir versuchen das natürlich auch da auf die Geschlechter aufzuteilen, aber es sind überwiegend Frauen, die jetzt erst Kindererziehungszeiten haben und Kindererziehung zu Hause leisten und dann oft sehr fließend in die Pflege übergehen. Mhm. Und da wissen wir natürlich mit diesen Fehlzeiten bei der Pensionsberechnung, Teilzeitarbeit ist da oft auch ein Thema, ist es mir einfach zu wenig, ich bin ja auch Familiensprecher im Parlament, zum sagen, das müsst ihr euch bewusst sein, sondern ich schaffe sehr intensiv auch daran, wie können wir dieses Pensionsgap auch entsprechend abfangen. Da ist das Pensionssplitting ein Teil der Antwortung. Ich glaube aber auch, dass wir Teilzeitarbeit, familienbedingte Teilzeitarbeit, aufwerten sollten. Mhm. Das heißt, dass uns diese Arbeit, die zu Hause geleistet wird, in Bezug auf die Pension etwas wert sein muss. Mhm. Und das wird in der nächsten Periode auch von mir ein Arbeitsschwerpunkt sein. Sie haben es gerade selber gesagt, die Erziehung liegt meistens in der Hand für die Frau. Jetzt hat es einen Beschluss gegeben zum Papa-Monat. Wieso haben Sie dann kritisch gesehen? Weil er zu wenig flexibel war. Weil dieser Papa-Monat ganz einfach zu wenig flexibel gehandelt werden kann und weil er eigentlich auch ohne wirkliche Absprache mit der Wirtschaft eingeführt worden ist. Es ist natürlich der Papa-Monat, als Familiensprecher träge ich den gerne mit, aber solche Entscheidungen sollten immer mit allen Betroffenen, das sind die Familien, das sind die Eltern, das sind aber auch die Arbeitgeber, getroffen werden. Und da sollte man nicht irgendjemand eigentlich ohne Uffi drucken. Und deswegen haben wir da bessere Modelle gemeinsam mit den EOs entwickelt, die man dann auch vorgebracht hat, aber leider wieder eine Minderheit blieb. Ja, Ihr alter Regierungspartner, die FPÖ, bei der können Sie durchaus sehen, wenn Sie
wieder die Chance kriegen zum Mitregieren, dass sie gerne das Rauchverbot kippen würden. Jetzt hat man schon aus der ÖVP-Sitte, also wenn man vom Karl-Heinz Kopf oder vom Harald Marischer gehört, Rauchverbot, Sonderregelungen etc. Ist das wirklich vorstellbar für Sie, dass man das wieder kippt oder dass es Sonderregelungen gibt? Klare Antwort? Nein. Nein. War es ein Fehler, dass man es jemals kippt hat überhaupt? Es war damals Koalitionsbedingung und wir haben das damals mitgetragen. Das wird als Koalitionsbedingung so nicht mehr akzeptiert werden. Jetzt zeige ich schon, wir haben bereits mit Beschluss die Probleme für Wirte erkannt und haben auch einen Entschließungsantrag mit eingebracht, der dann leider der Minderheit blieb, wo wir die Haftung von den Wirten weggenommen haben. Und auch die Investitionen von ab 2018 rückerstattet hätten. Das war mit im Tisch, ist dann in der Minderheit geblieben. Uns ist also schon bewusst, dass es da Schwierigkeiten für Wirte gibt. Es kann die Haftung, wenn vor einem Lokalbusser geredet wird, nicht bei den Wirten liegen oder gar, dass einer die Sperrstunde denn vorverlegt wird und damit die Existenz vom Gasthaus oder der Gastronomie irgendwo in Frage gestellt wird. Das ist zu lösen, aber nicht durch Sonderregelung. Ich glaube, dass wir bei unserem Werk bleiben müssen, und weil die Bevölkerung wird nichts anderes mehr verstehen. Es war jetzt ein Hin und Her, ja, mehr Kulpa, es war ein Hin und Her, aber das wird es so nicht nochmal geben. Wir blieben beim Rauchverbot in der Gastronomie. Aber wie gesagt, dass man das Thema aufnimmt mit Anrainerschaden und Klaglos, das wird auf jeden Fall mitgenommen. Anderes Thema, die in einem Interview mit der Manuela Auer, die hat eine Millionärsteuer gefordert. Warum kommt das überhaupt nicht in Frage für Sie? Weil die könnte man ja doch ein bisschen Geld wahrscheinlich in die Kassen spülen. Wenn ihr mal aufs System hört, das klingt ja wunderbar. Millionärsteuer, erste Million frei und dann auch 35%, 45%. Alles klingt ja, es trifft ja nur ganz wenig. Faktum ist, wir haben diese Millionärsteuer ohne diese freien Beträge abgeschafft, da hat sie in knapp 170 Millionen gebraucht. 170 Millionen. Jetzt redet man davon mit dem Freibetrag von, 100, von einer Million, dass das 2 Milliarden pro Jahr bringen soll. Ich glaube, nein, ich behaupte und weiß, dass diese Zahl nie und nimmer erreicht wird. Was wird passieren? Man wird natürlich die Freigrenze runterfahren müssen oder man wird mit den Bewertungen anders stehen, falls man nicht den Einheitswert nimmt, sondern den Verkehrswert. Und dann schaut es dann plötzlich als eine kleine Anderstoß, also wie es jetzt da so blumig dargestellt wird. Ich glaube nicht, dass wir das Problem haben mit Einnahmen in dem Staat. Wir haben eine hohe, extrem hohe Steuer- und Abgabenquote. Ich will eigentlich nicht über neue Steuern diskutieren, sondern über Entlastungsschritte. Und deswegen sage ich auch zur Erbschafts- und Vermögensteuer so ganz sicher nein, weil man ja Katz im Sack kauft. Und die Ehrlichkeit, die einen sagen, eine Million Freibetrag, der andere sagt 500.000 Freibetrag, die anderen sind doch über eine Million Freibetrag, die sind sich ja selber nicht einig. Ich weiß, was sie braucht hat, ich weiß, warum man sie abgeschafft hat und werde für eine Wiedereinführung also sicher nicht zustimmen. Dann, Sie sagen Entlastung, dann wissen Sie sehr auch, warum man denn die kalte Progression nicht abgeschafft hat. Warum die ist immer wieder auf dem Tableau, abgeschafft hat sie noch keiner in der... Ja. Also natürlich ist die kalte Progression für jeden Finanzminister etwas Angenehmes. Man kommt eigentlich automatisch zu mehr Einnahmen. Diese Einnahmen haben dann aber auch immer wieder dazu geführt, ob das ÖVP oder sozialdemokratische Finanzminister waren, dass man Umverteilungssteuerreformen machen können, dass man unterste Einkommen auch entsprechend lasten können. In der Elefantenrunde haben jetzt eigentlich alle Ja zur Abschaffung der kalten Progression gesehen. Wenn ich das richtig sehe, alle Parteien haben gesagt, die kalte Progression gehört gestrichen. Ich höre es gerne. Man muss sich nur über uns dann doch bewusst sein. Die kalte Progression wirkt natürlich bei hohen Einkommen ungleich stärker als bei unteren Einkommen. Es wird der Steuergap nochmal da sein, richtig, soll so sein und gut sein, aber die Möglichkeiten für Steuerreformen wird dadurch natürlich schon eingeschränkt. Aber ich habe das gestern gesehen, alle sagen, ja, kalte Provision soll gestrichen werden, dann wird es in der nächsten Periode auch so passieren. Da können wir uns überraschen, Leute, das werden wir dann sehen. Da können wir uns darauf fragen. Jetzt, Sie sind ja jetzt im Gegensatz zu Ihrem Parteivorsitzenden, sind Sie ja im Parlament gehockt jetzt noch. Jetzt haben wir das Spiel der freien Kräfte gehabt. Jetzt hat man doch noch schnell ein paar Wahlzucker in Milliardenhöhe verteilt. War das eine gute Idee oder ist das eigentlich eh wurscht, weil man wird es wahrscheinlich in der nächsten Regierungsperiode, wird man das eine oder andere wahrscheinlich einfach wieder kippen?
es ist immer dieses Spiel der freien Kräfte eine Herausforderung. Ich habe das doch auch schon jetzt ein paar Mal erlebt. Und nicht alles, was jetzt als Wahlzuckerl ausschaut, ist was. Wenn die Steuerreform zum Beispiel bereits eingepreist war im Budgetpfad und sie jetzt noch beschlossen worden ist, möchte sie nicht als Wahlzuckerl verstanden wissen, sondern als Umsetzung von dem, was in der Regierung und was vom Budgetpfad her ja auch vorgesehen war. Was schon verrückt ist, ist diese Hackler-Regelung, 62 Jahre abschlagsfrei in Pension gehen mit 45 Beitragsjahren. Ja, natürlich klingt das angenehm und ist für jeden, wo es betroffen ist, eine wunderbare Sache. Und zu Recht regen sich die auf, die gerade in Pension gegangen sind, mit Abschlägen. Ja, gilt das jetzt für mich nicht? Nein, ist jetzt mal so nicht vorgesehen. Und in Wirklichkeit bringen wir unser umlagefinanziertes Pensionssystem damit schon in eine Schieflage. Ich bin überzeugt, wenn das nicht zurückgenommen wird, dann werden wir entweder eine Pensionsreform machen müssen, die sich gewaschen hat. Und ich weiß nicht, ob das denn wirklich so viel besser ist. Faktum ist, das Pensionssystem, wie wir es gehabt haben, auch mit diesen Abschlägen, wenn man früher geht, war deswegen nicht so wackelig, wie manche das behaupten, weil man ganz einfach mit dem Antrittsalter, ans gesetzliche Antrittsalter von 65 angekommen sind. Auch die Frauen wachsen jetzt vom Antrittsalter 60 gesetzlich an auf 65. Dieses Ansteigen hat uns Spielräume gebracht und auch natürlich die Wirtschaft, die wunderbar funktioniert hat, hat auch dort Spielräume gegeben. Mit dem Beschluss allerdings jetzt haben wir da genau in die andere Richtung marschiert und das ist tatsächlich ein fataler Fehler im Minuten. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass man das auch dementsprechend reparieren wird. Jetzt müssen wir leider schon langsam zum Schluss kommen. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, jetzt haben wir einen Spesenskandal bei der FPÖ gehabt. Die Spenden an Ihre Partei waren sehr umstritten. Wie sehr hat denn das Ganze jetzt der ÖVP geschadet? Oder glauben Sie, der Wähler vergisst sowas, wenn er da unten steht? Das ganze Thema ist für den Wähler ein wirklich ungutes. Wirklich ungutes. Und ich habe es auch in vielen Gesprächen immer wieder zum Hören gekriegt. Du kannst es nicht erklären und das heißt dann ganz einfach, ihr sind eh alle gleich. Wir haben da durchaus anständige Parteienfinanzierung in Österreich, die im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Die Spenden sind noch dazugekommen. Ja, die ÖVP hat Spenden gegeben, wir haben sie deklariert. Man hat die Möglichkeiten der gestückelten Meldung genutzt. Aber natürlich, das Gesetz ist eingehalten worden. Das Gesetz ist eingehalten worden. Der Anspruch ist natürlich ein anderer. Jetzt sage ich, ja, auch bei den Grünen, wo sagen, wer würde Anstand wählen, beim Kirchenchor her hat man vielleicht auch andere Ansprüche, als wir das nochmal. Es ist gut, dass das mal auch wir gesehen haben, keine Spenden. Diesen Wahlkampf machen wir ohne Spenden. Ich glaube, dass das für die Zukunft der richtige Weg sein soll. Eine öffentliche Finanzierung des Parteiensystems, mit der man über drunter kommen kann. Und Wahlkämpfe, die sparsam sind. Ich habe zum Beispiel den Wahlkampf eine Grilltour gemacht, wo ich mein arges Fleisch zur Verfügung gestellt habe. Die Burger, das hat man selber daheim gemacht. Also Einsatz, persönlicher Einsatz bis zum geht nicht mehr. Damit ist das relativ günstig, finanzierbar. Und der Leute hat es trotzdem getaugt. Wenn jetzt nicht irgendein Ibiza-ähnliches Video auftaucht, das die ÖVP betreffen würde, wären Sie allen Umfragen mit einem Rekord, einem historischen Rekordvorsprung durchs Ziel gegangen. Ich glaube, das ist relativ klar. Was freuen Sie sich mehr, auf die Wahlparty am Sonntag und um den Erfolg zu feiern? Oder wird denen auch ein bisschen mulmig im Bauch?